Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Krieg. Wie ihr es vielleicht raushört und noch raushören werdet, ich bin ordentlich angeschlagen, aber ich will, bevor es in den Krieg geht, der schon entschieden ist, Gott sei Dank, noch was loswerden. Falls ihr die Kostümquest nicht seht, sie ist da. Sie ist aber unter der Limitbrecher-Quest. Also wenn ich hier drauf drücke, kriege ich die Limitbrecher-Quest. Wenn ihr ganz unten rechts sehr akkurat an der Ecke drückt, probiert es mal mehrfach, seht ihr hier. Da ist die Maskerade. Ja. Nur mal so, wer jetzt schon starten will, weil die Weltenergie überquillt. Ich muss mal ganz kurz richtig laut husten, deswegen mache ich Pause. So, haben wir das auch geschafft. Ja, der Krieg ist quasi durch. Wir haben noch 7 Angriffe, 6 davon sind von mir. Ich bin frisch vom Arzt rein. Im Wartezimmer war. Ja, wie hätte ich das kommentieren sollen, ganz ehrlich? Ich konnte es bisher quasi nicht spielen. Und ich probiere jetzt einfach mal. Ja, so. Mit O. Zack, zack, zack. Ja, so stimmt das. Ja, wir haben Angriffskrieg, wir haben lila Tanks, wir sind 29, unser Gegner heißt Crush und ich hätte gern mehr. Ja gut, wir haben durchschnittlich gelb, aber wir haben gar kein lila. Probieren wir mal das Board ein bisschen zu bewegen. Okay, die Bewegung hätte schlechter aussehen können. Das sieht ziemlich beschissen aus gerade. Ich brauche definitiv ein bisschen mehr Gelb. Nee, blödes Kamerasymbol, geh weg. Das ist gerade doof hier. Komm schon. Gott gibt Gelb. Zack. Das war okay. Jetzt kommen Hase und danach nächste Welle kommt der June und dann bin ich wahrscheinlich schon weg. Ah, Ziff hatte ich Glück. Aber ich glaube, er bringt jetzt jemanden um. Actually, ernsthaft. Mal schauen. Auto-Attacks. Auto-Attacks. So, zack. Zack. Erstmal das Sichere. Hanna ist tot. Sind alle tot. Ja, geil. Richtig geil. Kommt schon gelb hinterher. Ja. Natürlich steht sie auf. Natürlich steht sie auf. So. Nächste gelbe Ding. So, zack, 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 zack. Passt das? Fast. So. Das sieht besser aus. Das sieht wesentlich. Können wir das eine Runde so spielen? Ja. Ja, können wir. So. Zack, zack, zack. Na komm, hau auf Unhotel. Na schade. So.
Spiel mal so. Ey. Ja, okay, es ist eh geslot. So, machen wir den. Machen den, den. Spielen weiter gelb hier rein. Slowen gleich nochmal die rechte, die linke Seite. Wenn wir es ja nicht sogar direkt umbringen, ja. Ah, das Team ist, auf das ist mittlerweile echt Verlass. Speziell, wenn wir keinen haben, der direkt die Minions umbringen kann. Also der Xnolfort, der vorne stand, der kann das halt nicht. Und deswegen lief das hier. Na komm, gib mir mal ein bisschen, schieb mal ein bisschen Gelb zusammen. So. Zack, der weg, Minions. Ja, auslösen wird er nicht mehr. Jo, das war er. Dann rotes Team. Rotes Team, du darfst jetzt Spaß haben. Ich bin dann gespannt, wenn ich auf meine Def schaue, wie die aussieht, weil ich habe das erste Mal Elisabeth mit und 20 Wappen und Limit Break auf 81. Und ich sag mal so, wenn man einhält, Austausch, man sollte nicht zu viel erwarten. Aber vielleicht täuscht man sich auch und dass ein krasser overpowerter neuer Held da schon einen riesen Unterschied machen kann. So, machen wir mal den. Natürlich. Natürlich. So, zack. Zack. Wie denn? Das überlebt sie auch noch? Krass. Die überlebt ja jeglichen Scheiß. Wie viel Leben hat die? Nur 76. Lass mir hier ins Leere. Oh, sehr gut. Sie ist voll. Dann machen wir erst einmal den Attack ab. Dann machen wir das. Vielleicht reicht's. Ah, wunderschön. Auch da reicht's. Und dann können wir rechts draufdrücken. Ich wollte nicht, dass sie den Proteus glänzt, aber wenn sie einfach umfällt, kann sie das natürlich nicht. Shatterhand, Shatterhand, Old Shatterhand, okay. So. Ein zügiges Team. Marcel, zack, zack, zack. Zack, zack. Ist eigentlich mittlerweile, glaube ich, fast mein, ne, mein zweitschwächstes Team. Oh mein Gott, das ist ein Geschenk. Fünf Grüne. Wir sehen fünf weiter auf dem Board. Das heißt, wir drücken den Diamanten und rochen eine Seite weg. Welche Seite lässt sich am einfachsten wegrauchen? Wahrscheinlich die rechts. So, zack, zack, zack. Dann machen wir mal das ins Leere. Hey, was bildet ihr euch ein? Wieso lebt ihr noch? Ja, kein Thema. Kein Thema. Gefion, sei nett. Das ist okay. Attack ab. Drücken wir mal hier drauf. Und er ist tot. Und oh, geht ja noch was tot. Glenda, lass mal. Malignali. Ist ja gar nicht Glenda, Alice. Ja, ist egal. So. Zack, zack, zack. Hier
wiederbelebt sich nichts hier. Ausgewichen wurde auch nicht. Sehr, sehr gut. Dann haben wir noch unser Blau-Lila und irgendwas, was wir basteln. Blau-Lila. Oh, den nehmen wir. So. Zack. Zack, 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 zack. Los geht's. Drei lilane Matches bitte, dann ist das Ding durch. Bitte nicht. Naja, okay. Müssen wir jetzt mit klarkommen. Geht sich aber aus. So, zack, zack. Diamanten hätte ich auch gern genommen, aber es ist nicht viel schlechter, was hier passiert ist. So, gucken, ob die blauen auf den Death Down da drüben lang. Nee, lang nicht. Okay, wie kriege ich es hin? Also grün muss ein bisschen was verschwinden. Der rote Diamant hilft nicht beim Grün verschwinden, hilft oder hilft er? Machen wir den, vielleicht kommt noch Gelb hinterher. Das ist okay gewesen. Danach spielen wir erstmal Alice kurz, wenn sie noch lebt. Den. Sehr schön. So, und jetzt kann ich mir quasi auswählen, ob ich den letzten cleane oder, oh mein Gott, das gibt eine schöne Kombo, oder ob ich noch einen One-Shot versuche. Das Atomhaus-Team hier. Ja, Entor, Atomos. Das sieht auch nicht stark. Ah, die Kali dann könnte stören. So. Ja, mal fix gucken. Haben die einen Death Down? Okay, wir nehmen Kirie Kostüm mit, weil der den Magni kontert. Machen mal so, 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 so. Kirikostüm bitte mit der Mana-Truppe. Oh, Fenrir. Ein bisschen mehr Damage. Und los geht's. 7300 vielleicht, wenn ich das hier wegschotte. Oh, das ist schön. Ich habe gerade kurz überlegt, blaues Match into blaues Match zu spielen. Aber so krass, wie sich hier gerade. Oh mein Gott. Und ich kriege den Emilio im zweiten Zug. Voll. Ja, das ist free. So, zack, zack, zack. So. Dann können wir es erst schon unterhalten. Nee. Können wir noch irgendwie was? Machen wir den. Und dann drücken wir mal gelb. Weil das in blau übergeht. Können wir nochmal die Welle drücken? Zack, zack. Ist er jetzt schon unter Hälfte? Ja, und zwar um 2 Lebenspunkte. Naja, dann. Vielleicht sollte ich immer krank werden, direkt vorm Krieg. Da läuft's auch. Punkte 288. Das kann sich sehen lassen. Bei 29 Gegnern ist das natürlich zu relativieren. Bei 30 wären es vielleicht zu 265 gewesen. Und die
nur der erste ging schief, muss man mal dazu sagen. Und die Dev, drei Versuche, das habe ich lange nicht gesehen, auch hier zwei Versuche. Lange nicht angegriffen, okay, ein One-Shot hier. Und hier noch ein Two-Shot. Okay, für viermal töten, acht Angriffe. Da bin ich zufrieden. Da hat die Elisabeth in der Dev, ich zeig's euch mal kurz, so sieht das aktuell aus, hat die, ah, hier ist noch 80, bei mir ist sie jetzt schon 81. Ich hoffe, dass sie zum, wir kriegen Sturmangriffkrieg am Samstag, Sonntag. Ich hoffe, dass ich sie bis dahin noch 85 bekomme. Dann die Herrin vom See ist jetzt voll unter 20 Wappen, die wird für Kadi dann reinrutschen und für June wird die Onatel reinrutschen und mal gucken, was ich für Kobalt setze. So ungefähr wird die Sturmangriff-Dev dann bei mir aussehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. War ein guter Krieg. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.